SV Horn gastiert in der Bundeshauptstadt und trifft im Schlagerspiel der vierten Runde in der Regionalliga Ost auf First Vienna FC und wieder auf zwei alte Bekannte. Angel Kantela und Osman Potskurt kickten bis zuletzt noch für den SV Horn. In der gut gefüllten Naturarena im 19. Bezirk vertrauen die Waldviertel auf eine bewährte Mannschaft. Keine Veränderungen gibt's im Line-Up zur letzten Partie. Ist ja auch gar nicht notwendig, wenn man 8:1 gewinnt. Im gewohnten 4-2-3-1-System des SV Horn mit Spitze Vujanovic beginnt Horn in den weißen Dressen von rechts nach links. Die Trainer Hans Klier und Andreas Lieper sehen eine starke Anfangsphase der Hausherren. Schon nach 4 Minuten muss Martin Krenn auf der Linie klären, nachdem Markic nach einem Einwurf zum Schuss kommt. Es dauert somit nicht allzu lange, bis die Besucher etwas zu sehen bekommen und es soll auch gleich weitergehen. 17 Minuten sind gespielt und die Vienna ist schon wieder da, gewinnt viele Zweikämpfe, ist präsent und profitiert jetzt von einem Abspielfehler im Mittelfeld der Horner. Der Konter landet bei Fucic und Philipp Petermann ist zur Stelle. Starke Anfangsphase der Döblinger. Sauberer Konter doch, der Horner Keeper ist zur Stelle. Doch dann, 4 Minuten später, einstudierte Corner-Variante. Milosevic mit der großen Möglichkeit auf die Führung. Vollenhofer kann sich bei seiner Abwehr bedanken. Womöglich hätte aber auch noch er eingreifen können. Horn wird aktiver, wittert die Chance. Djordjevic leitet ein, Rakovic leitet weiter und Kogler zieht er ab. Vollenhofer wehrt noch ab, doch da ist Vujanovic, der im Strafraum an den Ball kommt. Und was dann passiert, das wissen wir. Er schießt ein und bringt die Gäste mit der ersten richtig dicken Möglichkeit in Führung. Eine zwischenzeitliche Führung, die die Gäste freut, aber den Waldviertlern auch etwas schmeichelt. Die Freude darüber, die hält aber auch nicht allzu lange, denn 8 Minuten später zeigt die Vienna eine herrliche Aktion. Über Boskurt, der nach Doppelpass in Schussposition kommt und alles richtig macht, die Vienna gleicht in der 39. Minute aus, es steht 1:1. Schön kombiniert durch die Mitte, allzu viele Vorwürfe kann man da den Hornern gar nicht machen. Das prognostizierte Spitzenspiel hält soweit alles, was es verspricht. Mit einem Remis geht's in die Pause. Ankick zum zweiten Durchgang, in dem die 2000 Zuseher weniger Top-Aktionen sehen, dafür etwas mehr Kampfbetontes im Mittelfeld. Die richtig zwingenden Möglichkeiten, die bleiben aus, doch beide Teams sind bemüht. Der SV Horn hätte hier durch Vujanovic nachlegen können, hätten die Wiener nicht vor dem Torjäger geklärt. Und auch die Wiener könnte in Führung gehen, wäre da nicht Petermann am Posten. Das Spiel ist auf Messers Schneide, daher gibt's Offensivpower für Horn. Hans Klär bringt David Oberordner und Shota Sakaki, später auch noch Matthias Felber. Die beste Möglichkeit in Halbzeit 2 für Horn sehen wir nach einer Standardsituation. Milosevic bringt diesen Freistoß gut an, der knapp an der Stange vorbei ins Tor ausgeht. Einen Sieger in dieser Begegnung gibt's aber trotzdem und der heißt Vienna. Bitter, in der 87. Minute fällt das entscheidende Tor. Doppelt bitter gerade, die beiden Ex-Horner bereiten den Treffer für Gökçek vor. Weiter Ball in die Tiefe, Potskurt liegt quer und Hakan Gökçek verwandelt die hohe Warte in ein Zollhaus. Die Schlussoffensive der Waldviertler bringt nichts mehr ein. Und daher setzt es für das Team von Hans Klär die erste Niederlage in der laufenden Saison. Die Vienna, die ist kein unverdienter Sieger, ein Remis hätten wir aber genauso gerne genommen. Naja, wenn man so spät das Tor kriegt, ist natürlich bitter. Und am Punkt hätte man schon mitnehmen können. Vienna hat sehr viel Aufwand betrieben, vor allem erste Halbzeit. Waren wir zu wenig geistig aktiv bei den zweiten Bällen. Sie haben halt sehr viele lange Bälle gewonnen, haben mit zwei Stürmern gespielt und
Sehr viele hohe Bälle und dort waren wir nicht bereit am Anfang, dass wir diese Bälle kontrolliert haben und nach vorne umschalten können. Dann haben wir zu wenig Fußball gespielt, wir haben uns dann phasenweise angepasst. Trotzdem haben wir dann das Tor in der zweiten Halbzeit in einer Phase gekriegt, glaube ich, wo wir das Spiel dann kontrolliert hätten. Und wo ich dann nicht mehr gerechnet hätte, dass wir da als Verlierer vom Platz gehen. Ja, auf jeden Fall wäre mehr drin gewesen. Wir haben kurz vor Ende das 2-1 bekommen. Wir sind alle riesig enttäuscht jetzt wegen der Niederlage. Ich glaube, ein 1-1 wäre gerecht. Wir haben auch noch gute Chancen gehabt, dass wir das Siegestor machen haben können. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt verloren, aber die Meisterschaft geht noch lange. Nee, ich denke mal, das war, wie gesagt, das habe ich auch schon vor dem Spiel gesagt, das ist sicher sehr knapp. Und sehr viel Laufarbeit von uns notwendig ist, um Horn zu schlagen. Das haben wir auch getan, wie man gesehen hat, von den Spielanteilen her und von den Möglichkeiten und Flanken, was wir hatten. Ich glaube, geht der Sieg mehr als wie verdient in Ordnung.